Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, die AfD beantragt den Wegfall des Nachzugsanspruchs für Familienangehörige von Migranten, die hier nur subsidiär schutzberechtigt sind, die als Flüchtlinge vor Bürgerkrieg gelten. Dies stellt den langjährig für gut befundenen Zustand wieder her vor Einführung dieses Nachzugs. Schon im normalen, nicht subsidiären Asyl- oder Fluchtstatus werden unzählige Migranten Nachzug beanspruchen können. Der Innenminister nannte die Einschränkung des Nachzugs notwendig, um eine Überlastung der Aufnahmesysteme zu verhindern. Laut Umfrage ist die Mehrheit der Bürger gegen weiteren Nachzug. Die AfD gibt dieser Mehrheit eine Stimme. Sicherheitsbedenken für die von ihren Männern und Familienvätern zurückgelassenen Angehörigen sind kaum glaubhaft. Dass man seine Familie in einem vermeintlich landesweiten Kriegsgebiet auf unbestimmte Zeit zurücklässt. Jedenfalls ist deren Sicherheit schon in nicht umkämpften oder befriedeten Zonen dort gegeben oder in einem Schutzlager im Nachbarland. Eine Weiterreise nach Deutschland ist nicht notwendig. Auch Familienzusammenführung kann und sollte dort erfolgen. Was nicht sein kann und nicht sein sollte, ist, dass Großfamilien Geld organisieren, einen als Quartiermacher vorschicken, um dann selbst nachgeholt zu werden. Die Attraktivität Deutschlands als Ziel für Wirtschaftsmigranten muss gesenkt werden. Kein deutscher Sonderweg in dieser Frage in Europa. Anreize vermeiden. Der Magnet muss endlich abgestellt werden. Eine integrationspolitische Begründung von Familiennachzug wäre gegenstandslos. Mitnichten besteht überhaupt Integrationsbedarf bei nur temporär Aufgenommenen. Nicht umsonst wird das Fortbestehen des Fluchtgrunds regelmäßig überprüft. Natürlich müssen Fluchtursachen bekämpft werden. Deshalb sagen wir ja, Merkel muss weg. Aber ändern sich die Umstände, Syrien ist die Rückkehr angezeigt. Sie wird eines Tages sowieso fällig. Und wenn dann ganze Familien hier sozial eingebunden zurück müssten, wird die Rückkehr wesentlich erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Oder ist das vielleicht das Ziel mancher Leute? Nachzug von Frauen und Kindern verstärkt die ungelösten Probleme mit mangelndem Wohnraum, Kitas, Schulen, Willkommensklassen, Belastung der deutschen Kinder, lauter Belange auch der eigenen Bürger. Aber lieber gibt man dem Nachzug den Vorzug. Hier wird Familiengründung erschwert, wenn der Wohnungs- und Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte von syrischen Großfamilien belagert wird. Geld für Sozialleistungen kann man auch nur einmal ausgeben. Der innere Frieden verträgt keine weitere Zuwanderung dieser einschlägigen Art. Keine archaischen Clanstrukturen, die toll integrierten libanesischen Familienclans, keine kulturfremden, teils gesetzwidrigen Leitvorstellungen des Islam bis hin zur Terrorbedrohung. Soziale Spannungen und Gewaltdelikte, Machokultur und Hass auf andere Bevölkerungsgruppen, massenhaft importierter Antisemitismus. Generell sinkt doch der Integrationsdruck und die Bereitschaft, wenn eine immer größere Gruppe von Migranten hier ist. So werden nur die in Deutschland schon bestehenden Parallelgesellschaften weiter gefördert. Deutsche Sprachkenntnisse braucht man dann bald nicht mehr. Integration wird unnötig. Das lehnen wir ab. Das muss verhindert werden. Auf deutschen Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden und nicht Arabisch oder Afrikanisch. Was uns erwarten soll, lehrt ein Blick auf die Unions- oder GroKo-Formelkompromisse. Selbst eine Deckelung bei 220.000 wird ja gar nicht durch Grenzkontrollen gesichert. Da fordern wir endlich eine Willkommenskultur für Rechtsstaatlichkeit. Weder wird doch wirklich kontrolliert, noch gar jemals abgewiesen. Ehrlicher wäre es da, es hieße gleich, der Nachzug bleibt ausgesetzt bis zum Montag nach der bayerischen Landtagswahl. Und das EU-Parlament empfiehlt mit Stimmen der GroKo-Fraktionen, dass Migranten nicht mehr im Erstzutrittsland aufgenommen werden, sondern dort, wo sie Verbindungen haben, was jede Grenze von 1.000 im Monat zunichte macht. Frau Merkel wird dann wieder sagen, jetzt sind sie halt da. Herr Schulz sagt, wenn mehr kommen, 260.000, dann kommen eben mehr. Bei unseren ganzen passlosen Syrern reicht dann die reine Behauptung einer Verwandtschaft. Stichwort, ja, ich komme auch aus dem Dorf, da sind wir alle verwandt irgendwie. Die EU will denn auch gleich statt nur der Kernfamilie größere, irgendwie verbundene Personengruppen als familiäre Einheit betrachten. Meine Damen und Herren, wenn die 1,5 Millionen Asylanten hier seit 2015 zu Ankerpersonen für neue Migranten werden, dann reden wir wirklich über ganz andere Dimensionen von Resettlement. Dann ist klar, was mit diesem Land geplant ist, wie es sich verändern soll. Manche hier sagen, sie freuen sich schon darauf. Die AfD sagt,
Deutschland muss auch in 2, 3 Jahrzehnten noch als Deutschland erkennbar sein. Dafür stehen wir und nur wir. Und dafür werden wir uns einsetzen. Herr Curio, gestatten Sie zu spät. Frau Schulz-Asche hatte sich zu einer frischen Zwischenfrage gemeldet. Wenn Sie sie nachträglich gestatten, Herr Curio. Geht nicht, aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht entscheiden Sie sich zu einer Kurzintervention. Als nächster Redner hat Marian Wendt von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.